Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Green Project, eine weitere Folge. Das Essen steht auf dem Herd. Es kocht ein Brathühnchen, was man nicht sieht, weil eigentlich Tomaten angesetzt sind. Aber das ist egal. Wir gammeln noch ein bisschen und versuchen diesmal die Kopflampe beim Schlafen auszuziehen. Oh Mann, ey. Denn hier draußen ist neue Gammelei im Mattenmarsch. Hier, da haben wir neue Sachen. Der Pilze. So. Jetzt werden wir erstmal die Gammler neu befüllen. Letzte Folge haben wir die Ratten fertig gemacht. Also nicht die Ratten fertig gemacht. Blöde Ratte, du! Du olle Ratte! Nein, natürlich nicht so. Ihr wisst schon, wie es gemeint ist. So. Wunderbar. Alle Gammler wieder voll. Wir haben 16 Mal haben wir Dünger. Das ist super. Das ist richtig geil. So, das sortieren wir hier ein. 16 Mal Dünger. Das ist richtig gut. Das heißt, wir müssen Dinge tun. Mal gucken, ob das Essen fertig ist. Jo, Brathähnchen ist am Start. Und die Tomaten müssen wir verarbeiten. Die haben nämlich nur noch 2 Tage Restzeit. So. Dann Lampe vom Kopf. Und ab ins Bett. Oh, es regnet. Dann werde ich jetzt mal die Fässer schnell bauen, glaube ich. Dann werden wir mal die Fässer schnell bauen. Ich nehme mal hier so einen Thymian-Tee mit. Da können wir uns auch noch einen reinziehen. Perfekt. Wir können aber erstmal nach der Ernte gucken. Das machen wir jetzt zuerst. Es regnet, das ist gut. So, da können wir noch 3 Gammelfässer befüllen mit dem Gammelkram, den wir noch haben. Sehr schön. So, dann gucken wir mal kurz nach der Ernte, ob eventuell der Meister schon mal weitergekommen ist. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Rattenfutter machen. Wie geht's den Ratten? Oh ja, die haben noch. Dann nehme ich hier schon mal die Säckel mit. Und dann gucken wir hier unten, was hier los ist. Jetzt sind zumindest die Felder auch wieder aufgefüllt. Das finde ich gut. Ne, der Mais ist noch nicht fertig. Da ist aber was frei, sehe ich gerade. Warte mal, dann werden wir das mal nachpflanzen. Und wir werden Bohnen auch nochmal nachpflanzen. Das machen wir. Und wir werden die Gießkanne auffüllen. Wobei, wir können jetzt die Fässer umziehen, ne? Das ist eine richtig gute. Das ist natürlich nicht schlecht. Pass mal auf. Vielleicht schaffen wir das zeitlich. Dann machen wir das in der Folge. Dann werden wir zumindest diese fetten Eisenfässer auf jeden Fall umsetzen. Dann werden wir die nämlich hier umsetzen, weil während es regnet, sind die auf jeden Fall wieder voll. Egal, ob ich sie abbaue oder nicht. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Nein, das war nicht richtig, aber ist egal. Und wir machen hier die nächste Reihe. Da sind auch Bohnen noch fertig geworden, sehe ich gerade. Okay. Sehr nice. So, die Spitzhacker. Machen wir hier mal gerade weg. Dann können wir hier die Bohnen abernten. Und so, die vorhandenen schon mal setzen.
Dann haben wir noch Mais zu setzen. Okay. So, Ratten sind noch keine dazugekommen. Dann versuche ich mal, mein Inventar leer zu machen. Was mir nicht so leicht fällt, das wisst ihr. Na. Und hol mal die Zange. Ich nehme jetzt erstmal die zwei großen Stahlfässer mit. Das müsste eigentlich reichen, weil so viel Wasser ziehen die nicht. Und ich glaube, das sind 5000. Und wir haben noch ein bisschen Platz. Die stelle ich jetzt alle. Haben wir noch zwei? Jo. Dann haben wir auf jeden Fall ein paar Fässer drüben. So, die setze ich aber draußen hin, sonst ist hier, sonst ist das alles so beengt. Wo ist der Eingang? Ich setze mal hier drunter einfach. Warte mal. Wo ist denn der Eingang? Ist das hier? Ich muss mal kurz das Fass loswerden. Da. Dann setzen wir die da drüber. So. Perfekt. So, Fässer umgesetzt. Ich glaube, den Rest lasse ich bei mir hier drüben. Das langt ja dann vom Wasser. Also um das Beet zu gießen, auf jeden Fall zweimal. Ne? Die 5 lasse ich hier für Trinkwasser. Die Gießkanne kann ich auf jeden Fall drüben lassen. Jo. Die kann hier rein. Und haben wir noch sonst irgendwelche Reste? Nö. Doch, die habe ich jetzt abgelegt. So, weißt du was? Dann, mache ich schnell mal die Bohnen fertig. Sind die Bohnen? Da. Okay. So. Gießkanne wollte ich ablegen, ne? Oder lag die da gerade? Habe ich die gerade abgelegt? Ich Profi? Wahrscheinlich, ne? Da oben ist noch nicht fertig. Okay, cool. Habe ich die Gießkanne jetzt abgelegt? Habe ich die Gießkanne abgelegt? War die bei den Fässern drüben? Ne, da ist er. Das kann ich, dachte schon. Okay, setzen wir Boden nach. Haben wir jetzt noch eine. Ja. Ich habe zwar so viel Gammelkram, wo ich jetzt Bäume nachpflanzen wollte, aber das gönne ich mir jetzt noch, die eine. So. Sehr schön. Da ist für Bohnen gesorgt, da unten ist noch Mais. Ansonsten haben wir nichts mehr, ne? Die Bohnen, da mache ich jetzt noch einmal Futter draus. Die Baumwolle brauchen wir eigentlich gar nicht. Ein Kürbis könnten wir eigentlich mal kultivieren, oder? Komm, das machen wir mal. Ein Kürbis hier ansetzen. Den setze ich hier oben an. Ich glaube, wir haben noch gar keinen Kürbis gehabt. Unsere leckere Kürbiscremesuppe. Immer was Feines. So, Gießkanne. Die kann jetzt auf jeden Fall hier rein. Jetzt haben wir auch den Tee aufgebraucht und das restliche Hähnchen gemampft. Langsam richtet sich das doch.
Ich überlege gerade, ob ich den Baum weghacke. Das lohnt sich aber erstmal nicht, nee. Und die Eisen lasse ich auch hier. Gut. Zange können wir wegmachen. Wir können einmal Futter ansetzen. Eigentlich bräuchte man noch mehr Gammelkram. Aber jetzt haben wir 10 Bohnen zum Nachpflanzen. Das geht schon. Säckel, Grün, Böhnchen. Gibt einmal Hühnerfutter. Nur auf Tasche. Nicht, dass mein Fütterungsgedöns da nicht funktioniert. Deswegen, dass uns die Hühner da noch verpinseln, ne? Wird das raus. Dann machen wir das in diesen Schrank. Ah ne, der ist voll. Oh, 3 Sachen zum Vergammeln. Stein können wir rausnehmen. Und ne, das war's. Machen wir hier die Zange wieder rein. Haben wir sonst noch irgendwie ein Werkzeug dabei? Den Hammer. Brauchen wir nicht unbedingt. Da haben wir noch einen Säckel. Dann haben wir hier 5. Das gibt noch einmal Essen. Und das lasse ich auch noch hier. So. So. Hatte ich noch irgendwie Gammelkram? Ne, ich glaube, jetzt hat man alles aufgebraucht, ne? Ne, hier war nichts mehr gegammelt. 3 Stück haben wir noch, aber das lohnt sich ja nicht. Gut, Hühnerfutter raus. Was ist eigentlich mit den Hühnern? Die sind jetzt beim Regen draußen. Die Armen. Aber es sieht eigentlich so aus, als hätten die kein Problem. Zack. Ich glaube aber, dass ich mal hier das wegsicheln werde. Eins, zwei. Das sind normale Gräser, ne? Da drüben sind noch Bohnen. Was war denn das eben für ein Sound? War das mein normales Laufen? Da. Ich dachte, ich hätte die Sichel irgendwie. So, weißt du was? Ich glaube, die gammeln ja nicht rum, ne? Die. Dann lasse ich die nämlich hier. Dann machen wir das so. Als Sicherheitsleistung. So. Ja, wir brauchen noch neuen Gammelkram. Wir müssen noch mal gucken, wo wir noch eventuell einen Baum mit Pilzen finden. Das wäre eine schöne Sache. Wie lange haben wir denn? 12 Uhr. Ist ja noch Zeit. Ist alles gut. Dann machen wir das mal so. So. Damit wir das hier mal anständig belegen. So, da haben wir 5 Stück. Die Bretter und das Eisen kann ich jetzt mal drin lassen. Und hier können wir einen Baum wegnehmen und neu setzen. Ich meine, es müsste gehen. Damit mal noch mehr von dem lila Zeug verschwindet. So sieht das doch ganz gut aus. Guck mal hier, Inventar aufgeräumt. Das hätte auch niemand erwartet. So. Hier lohnt sich's nicht. Aber das müssen wir eigentlich noch versetzen. Ne, der ist noch nicht ganz ausgewachsen. Der ist noch nicht ganz ausgewachsen. Da bin ich mir echt unsicher. Was ist hier oben? Hier ist Thymian. Hier sind Tomaten dabei. Da sind Pilze. Das machen wir. Okay. Bin ich blind?
Wo sind die Setzlinge? War der noch nicht groß genug? Oh nein. Ich habe Kenny getötet. Der war wohl noch zu jung. Das tut mir jetzt voll leid. Das tut mir leid, Baum. Du warst noch nicht so weit. Mist. Ja, gut. Seelig. Ich habe ein Baby getötet. Das ist echt scheiße. Der sieht ausgewachsen aus. Jo. Und da gibt es auch Pilze zu. Habt ihr die Lupe schon ausgepackt? Liebe Grüße an Frankie, der hängt jetzt direkt vom Monitor. Denkt, sie kann ja nicht mal ranzoomen. Ich zoome ran für dich, Frankie. Liebe Grüße. Er weiß schon, wer gemeint ist. So, den Pilz nehmen wir auch noch mit. Da können wir einen hinsetzen. Wo haben wir denn? Da haben wir. Achso, wir müssen erstmal haken. Zack. Und, oh Gott, Risiko. Von hier unten greifen wir an. Zack, das haben wir. Na, Ratten, geht's euch gut? Bis jetzt habt ihr noch gar nichts gegessen, ne? Von dem neuen Zeug. Da ist noch ein Pilz, aber der ist noch... Da hat er sich verpisst. Ah, hier sind noch Pilze. Nice. Sehr gut. Neue Gammelei für neue Bäume. Sördlern. Oh ja, richtig viele. Das ist ja richtig gut. Und springen. Alle Pilze fliegen hoch. Ah, guck mal hier, ein Einzel. Das Ding hätte mich wieder das Leben gekostet. Diese einzelstehenden lila Bodendrecksdinger da. Das gibt auf jeden Fall ordentlich Gegammel. So, und damit du nicht wieder uns ärgerst, das wollte ich nicht. Nein, das soll dahin. Das geht so nicht. Damit du uns nicht ärgerst. Hörnchen. Machen wir das hier hin. Und den letzten dahin. Can I ask you a question? Das war krank. Das will ich mal ganz eindeutig feststellen an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid für das Hörnchen, aber... Ne? Nicht, dass jetzt hier wieder Buhrufe kommen. Peter! Der hat Hörnchen getötet. Ich glaube, die kommen langsam ohne Futter aus, habe ich das Gefühl. Das ist gut. Oh, ich habe einen Chicken auf. Sorry. Tut mir leid, Chicken. Wo bist du? Ich habe euer Baby entführt. Es tut mir so leid. Es ist unter die Pilze geraten. Hm.
So, Gammel, Gammel, Gammel. Okay. Wir haben immer noch keinen neuen Gammel, ne, um hier oben was anzusetzen. Wir haben nur das, was wir aus den Bäumen rausgeholt haben. Das war's. Jo. Gut, jetzt müssen wir erstmal warten, bis diese Pilze hier kaputt sind. Da haben wir dann eine Menge. Also wenn die alle weggammeln, 60 Stück, dann haben wir erstmal eine Zeit lang wieder Nachschub. Apropos Nachschub, haben wir noch was zu essen? Oh, ist da kein Brennen? Doch, ist ein Brennmaterial drin. Haben wir sonst noch was? 6 Mais ist übersichtlich. Und dann können wir hier Hörnchen vorbereiten. Ah, da sind auch noch 22 Pilze, habe ich gerade gesehen. Okay. Nein. Okay. Ich koche das ein. Wo ist das Hörnchen hin? Hä? Es ist besser, als es roh zu kochen, als mit Haaren. Was ist besser, es roh zu kochen, als mit Haaren? Irgendwie vorbereiten? Oder geht das nur an dem... Okay. So, dann machen wir noch einmal Maissamen. So. Das machen wir weg. Da muss das vielleicht hier gekocht werden. Ah, hier geht's. Aha, okay, dann ist es wahrscheinlich einfach nur der Herd. Kann ich mir vorstellen. Wo haben wir das Fell dann reingelegt? Haben wir schon irgendwo Fell? Oder war das hier unten? Ja, da haben wir schon. Stackt das nicht? Doch, stackt. Alles klar. So, jetzt haben wir den Gammelkram hier mit dabei. Das ist nicht so gut. So, wir gucken nochmal durch. Hier haben wir die Eier. Das ist irgendwie sinnlos, dass die da sind. Die 3 Tomaten können hier rein, bis wir mehr haben. Vielleicht sollten wir auch nochmal welche ansetzen. Ich weiß nicht. Oh, die Gedärme haben wir auch noch dabei. 10 Minuten warten. Viertelstunde ungefähr waren das, ne? So, dann das hier wieder rein. Und wir machen uns mal einen Pilzragout mit dem... Ach, es ist schon im Machen. Okay. Gut. Die Gedärme müssen wir hier lassen. Weißt du was? Die Gedärme mache ich hier rein. So. Ist hier schon was gegammelt? Ne, so schnell geht das auch nicht, ne? Dann gehen wir nochmal mit den Maissamen aufs Feld und gucken, dass wir da nochmal nachpflanzen, während es noch regnet. Sind wir schon wieder am Ende einer Folge, ey. Das ist auch wirklich dieses Spiel. Da ist noch Bohnen. Die nehmen wir mit. Ja, die sind alle kaputt. Haben wir noch was kaputtes? Nö. Haben wir noch Bohnensamen hier drin gehabt? Jo. Na. So. Die hier rein. Ach, da unten sind ja noch 3. Die können wir ja noch nachpflanzen. Alles klar. Goodie. Lecker Tomaten noch hinterher. Da haben wir's.
Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge in Green Project wieder, wenn wir hoffentlich noch ein bisschen Gammelei haben. Bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Aber auch den ganzen Thymian einstecken, sehe ich gerade. Weißt du was? Und die eine Bohne, die rüttel ich mal lieber noch, bevor es irgendwie verschütt geht. So. Dann packen wir den Gammelkram noch da rein. Hier ist nichts nachgekommen, ne? Warum? Was hab ich denn da? Warum stacken denn die Käfer nicht? Sehr schön. Gut. Mann, ey. Haben wir wieder was geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Haben fertig gekocht. Und sind für heute durch. So, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns doch zur nächsten Folge von Green Project wieder. Wir sind bei 89 grünen Stellen. 150 ist noch weit entfernt. Das macht aber nichts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.